Leute, was geht? In dieser heutigen Folge vom Bettler zum Bonzen ist mein Plan, so lange zu grinden, bis wir 10 Millionen GTA-Dollar auf dem Konto haben. Was geht denn ab, Mann? Ich meine, wir haben jetzt ja schon ein kleines Business-Imperium und das möchte ich damit einfach mal testen und unter Beweis stellen, dass man damit schon richtig fett Cash machen kann. Dafür nutzen wir natürlich Cayo Perico, heißt Agentur, VIP-Auftrag, Nachtclub, LSD-Labor und vieles mehr natürlich auch noch, Freunde. Ich glaube, wir haben heute wirklich einiges vor. Es wird sich kein neues Unternehmen geholt, aber mit dem, was wir haben, eben 10 Millionen Dollar gemacht. Und ich würde sagen, wir starten rein. Seid gerne dabei, Freunde. Let's go! Ja, Freunde, was soll ich sagen? Klassisch starten wir hier natürlich mal wieder in unserer Agentur. Heute mal wieder bei Nacht. Wir haben hier 4 Uhr morgens. Tatsächlich ist es gar nicht mehr so lange Nacht. Gleich geht hier der Tag los. Passend dazu wird jetzt auch hier absolut ehrenlos reingegrindet. Deswegen start your day right. Cringe, wenn ich um 4 Uhr morgens aufsteht, um 10 Millionen Dollar am Tag zu verdienen. Und jetzt hier natürlich vielleicht ein kleiner Schock für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Aber das hier wird vorerst die letzte Folge vom Bettler zum Bonzen sein. Aber keine Angst, ich plane das Ganze hier auf jeden Fall weiterzuführen. Aber ich habe jetzt wirklich für die nächsten 10 bis 15 Wochen vor, sonntags erstmal noch richtig fette Money Guides rauszuhauen für GTA Online für 2024, dass wir da einfach nochmal schön equipped sind mit den frischesten Money Guides von Stretchers Produktionshalle. Was auch immer das heißen soll. Ja, genau. Und da würde ich dann einfach gern ungestört das Ganze durchziehen, so schnell es geht. Sodass wir da etwa bis zum nächsten Sommer-DLC mit fertig sind und dann gucken können, was dann passiert. Und dann war meine Idee natürlich auch wieder Richtung Sommer oder Sommer-DLC mit dieser Serie weiterzumachen. Das ist jetzt hier kein Staffelende und nächstes Mal kommt dann die neue Staffel. Nein, wir machen dann einfach weiter, Freunde, aber machen einfach eine kleine Zwischenpause, dass ich sozusagen für eine gewisse Zeit meinen Fokus auf was anderes legen kann. Weil ob ihr es glaubt oder nicht, diese Folgen sind gar nicht so unaufwendig. Deswegen sind wir auch erst nach einem halben Jahr circa bei Folge 9. Also nicht wundern, vielleicht bin ich auch einfach ein faules Stück. Aber das könnte natürlich auch eine Mischung aus beidem sein. Wir haben heute gar nichts geschafft eigentlich, aber war auch so geplant. Und natürlich gibt es noch vieles zu sehen, vieles zu erreichen, Unternehmen zu kaufen, Challenges zu machen, Autos zu tun, was auch immer. Wir haben wirklich noch einiges vor, aber haben auch wirklich noch genug Zeit, das Ganze zu machen dieses Jahr. Und deswegen würde ich sagen, so Richtung Sommer machen wir damit weiter. Das so grundsätzlich meine Idee hinter dem, was ich hier sozusagen vorhab. Wie schon gesagt, die erste Folge ist tatsächlich schon fast ein halbes Jahr her und ich kann an dieser Stelle auch wirklich nur nochmal, wie gefühlt jede andere Folge auch schon, Danke sagen für dieses positive Feedback auf diese Serie. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass das bei vielen von euch so gut angekommen ist, dass viele einfach Bock gehabt haben, so eine Art Serie hier von mir mal durchzusuchten und mitzumachen und wie auch immer. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ja, mega. Kann ich einfach nur Danke sagen. Kuss, 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 wirklich. Und deswegen, Freunde, macht euch keine Sorge. Ich habe da auf jeden Fall auch Bock weiterzumachen. Das wird jetzt eben nur eine kleine Zwischenpause geben. Jetzt zurück zum Thema. Ich denke, wir haben hier echt schon ein kleines Imperium in den letzten Folgen uns aufgebaut. Das werden wir heute jetzt mal auf die Probe stellen. Nochmal natürlich fett Geld grinden, um dann natürlich, wenn wir sozusagen die Serie dann irgendwann fortsetzen in geraumer Zeit, hier einfach direkt ready sind und sagen können, Digga, wir können hier instant mal 10 Millionen Dollar investieren und völlig vorangehen. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Anreiz dahinter. Wichtig ist natürlich festzuhalten, Freunde. Wichtig ist festzuhalten, Freunde, wir sind keine Bettler mehr. Wir haben Millionen gemacht. Ich bin Millionär, Digga. Wir haben ein kleines Unternehmensimperium. Das war ja mal grundsätzlich das Hauptziel dieser Serie. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall von der letzten Folge noch 1,7 Millionen Dollar auf dem Konto. Also es sind circa 8,3 Millionen, die wir grinden müssen, bis wir die 10.000 knacken. Mach euch mal die Basics. 10.000, oder? Meine natürlich 10 Millionen. Und ich denke, so macht es auf jeden Fall Sinn. Ich habe euch jetzt komplett voll gelabert. Lasst uns jetzt einfach mal loslegen, Freunde. Ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir uns hier den Nachtclub gegönnt. Wie ihr wisst nicht. Natürlich, Freunde, haben wir gemacht. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, dann mal schön hier in die Infobox reinklicken und die letzte Folge auschecken. Wobei, nee, Freunde. Es hat sich nichts geändert, nach wie vor. Guckt erstmal dieses Video hier zu Ende und dann anschließend das nächste Video, weil ganz ehrlich, Freunde, die Watchtime von euch, die brauche ich einfach, denn dieses Kinderzimmer hier zahlt sich natürlich nicht von alleine. Kuss geht raus, nach wie vor. So, und der heutige Plan ist natürlich, ich habe es, glaube ich, schon 5-mal gesagt, wir grinden heute 10 Millionen, beziehungsweise, dass wir 10 Millionen auf dem Konto haben. Es sind ja dann nur noch irgendwas über 8 Millionen, die uns fehlen, nach dem aktuellen Stand. Wir starten jetzt natürlich damit, erstmal zu gucken, wie sieht denn die Nachtclub-Beliebtheit aus. Dann checke ich mal ab, was das LSD-Labor so macht und gucken wir, wie da der Stand ist, ob wir gleich verkaufen können, ob wir erstmal Vorräte holen müssen und dann grinden können. Denn ich nehme das Video hier am 19. Februar auf, Montag. Wir sind auf jeden Fall noch in der Woche, in der Double Money auf die LSD-Labor-Verkaufsmission ist. Und das scheppert ja mal ordentlich, oder, Freunde? Wird auf jeden Fall sehr ausgenutzt werden von mir, um heute halt richtig schön Cash zu machen. Wir fetzen natürlich noch ein Cayo Perico, heißt, was wäre eine Folge von Bettler zum Bonzen ohne Cayo Perico? Spielen den VIP, heißt mit Dr. Dre, HSW-Rennen werden noch gemacht und nutzen auch noch unsere anderen Unternehmen oder Geldmachmöglichkeiten, die wir so haben, um hier einfach schnellstmöglich Cash zu Graben, Alter. Und landen konnte ich noch nie. Wichtig natürlich, die Profis aktivieren den Passivmodus, bevor sie in den Nachtclub reingehen, um eben die Easy Cheesy Rauswurfmission zu bekommen. Kennt ihr die noch nicht? Die Easy Cheesy Rauswurfmission? Ich zeig's euch mal eben, Freunde. Hey, Boss. So, wir haben 50k im Tresi, Alter. Geil. Die nehmen wir uns gleich noch mit. Die nehmen wir uns jetzt schon mal mit. Danke dafür. Alter, hier ist ja was los da. Lass mich durch. Lass mich durch. Och Mann, Laszlo, was machst du? Hallo? So, und Freunde, damit präsentiere ich euch die Easy Cheesy Rauswurfmission.
Also ja, Freunde, es wird geil. Ich habe richtig Bock auf den Grind heute. Heute wird es richtig ehrenlos auf jeden Fall. Und so muss es auch mal sein. Freunde, so muss es sein. So muss es sein, Alter. Let's go! Also, Nachtclub-Beliebtheit ist oben. Wir können schon mal aus dem Passivmodus raus. Sind wir noch im Passivmodus? Nö, sind wir gar nicht mehr. Hey, cool. Und Sonderfahrzeug, LSC-Labor anfordern. Dann fliegen wir da mal hin. Einfach mal hier auf entspannt. Auf dem Basketballplatz in der Hood mit dem Heli landen. Das sind doch Goals, oder? Das ist der Inbegriff von vom Bettler zum Bonzenjunge. So, wir haben hier Vorräte fast voll. Ich hau einfach mal den Boost an. Einmal pro Tag können wir das ja machen. Und dann bestelle ich mal jetzt noch nicht Vorräte, sondern ich rufe Matt gleich nochmal an. Und wie gesagt, nach so circa 4 bis 5 Stunden verkaufen wir das LSD-Labor. Und wenn wir das dann in der öffentlichen Lobby verkaufen mit dem Geldbonus, das Shepard, Freunde, das haben wir in den letzten 2 Livestreams gemacht. Alter, by the way, erstmal ein Follow auf Twitch da lassen. Was ist denn da eigentlich los? Danke, Mann. Ja, da wird man fast eine Mio verdienen mit so einem LSD-Labor-Verkauf mit Double Money und öffentliche Lobby-Bonus. Ja, das hilft uns heute halt wirklich ungemein weiter. Und das nach wie vor einmal wieder dieser Hinweis. Leute, schaut mein LSD-Labor-Money-Guide an. Anschließend natürlich. Nach diesem Video und holt euch das Ding. Das ist unfassbar günstig von den Einstiegskosten. Es ist eigentlich mit beste Passivunternehmen mit dem Nachtclub zusammen, aber hat viel weniger Einstiegskosten, viel weniger Aufwand, das Ganze zu setupen. Ihr könnt es immer betreiben, nahezu passiv. Und wenn dann mal so ein Double Money Bonus kommt, Shepard's halt wirklich ungemein. Und wirklich auch ohne diesen Double Money Bonus ist es einfach brutal. Übrigens hat irgendjemand kommentiert, wir sollen den Wagen hier mal noch tunen. Ich glaube, er hat zumindest den hier gemeint. Das machen wir vielleicht auch noch in der Folge, dass wir wenigstens noch ein bisschen kosmetisch hier mal was an der Karre machen. Aber da wollte ich jetzt ja gar nicht hin. Ich wollte jetzt ja erstmal in meine Sokatka, Alter. Alter, heute labere ich euch ja wirklich voll. Ich versuche jetzt mal ein bisschen weniger zu labern, eher zu grinden. Denn wie gesagt, wir sind noch nicht vorangekommen. Wir haben 50.000 gemacht und uns fehlen noch 8 Millionen. Let's go. So, wunderschön natürlich. Der Kayo auf schwer von der letzten Folge natürlich so hinterlassen, wie es sich gehört. Und schauen wir nochmal, was wir an Beute kriegen. Wäre doch irgendwie ganz geil, wenn wir eine freshe Hauptbeute hätten irgendwie, oder? Guten Morgen an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Start in den Tag gehabt. Warum seht ihr so müde aus? Hallo. Liegen hier alle rum, ich glaube, ich spinne. Motivation on Monday, guys? Where? Aufgepasst! Meine Eltern haben mir das Kayo-T-Shirt von Easy Stretcher geschenkt. Seitdem wurde ich schon 5-mal befördert und verdiene nun 250.000 Euro pro Woche steuerfrei. Du willst wissen, wie das geht? Komm auf easystretchermachtdichreich.de. Ach ja, und wenn wir schon dabei sind, Freunde, folgt mal rein auf Twitch und Instagram. Kuss geht raus. So, und dann schauen wir doch mal jetzt, was wir für eine Hauptbeute bei El Rubio haben. Das sprechen tatsächlich immer alle falsch aus. Der Typ heißt eigentlich El Rubio. Ist einfach ein grundsätzlich falsches Verständnis von allen Leuten, die GTA spielen, dass der El Rubio heißt. Das ist nicht so. Es ist Juan Strickler El Rubio. Halt's Maul. Okay, den Sprung haben wir wenigstens endlich mal geschafft, Alter. Wir machen es kurz und schmerzlos. Alter, ja, Mann, Wertpapiere, Alter, da sag ich gar nichts, Mann. Ich sag schon was, Pink Diamond wäre geiler gewesen, das sage ich ganz ehrlich, bin ich auch offen und fair. Bin ich fair mit euch, finde ich. Bin ich fair, finde ich geil, finde ich nice. Nicht schlecht. Inhaber-Wertpapiere, Coke und Gras, beste, das wird ganz gut, der heißt. Machen wir uns schnell fertig und dann schließen wir schnell das Finale, aber dann kannst du auch weitergehen. The Grind never stops. Hallöchen, guten Morgen. Na, oh, das schmeckt, ne? Ein bisschen Schrot zum Frühstück. Na komm. Alter, den hat's aber gerade im richtigen Moment richtig schön weggefetzt. Alrighty, bring up Tongerät. He's there. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Baustelle, um noch den Schneidbrenner zu holen. Nach wie vor, Freunde, an alle, holt euch den Schneidbrenner. Den braucht ihr, nicht die Schneidladung. Die Schneidladung braucht ihr nicht, weil das immer noch oft verwechselt wird. Junge, der hat mich ja fast tot gemacht hier. Was fällt denn dir ein, Mann? Glaube ich, spinn, hey. Oh. In der Fresse, Digga. Natürlich. Aha. Da ist das Ding. Zu wir noch schnell die Schnockt hin und dann geht's rein ins Finale. So, weg hier, schnell. Ich weiß gar nicht, was die mal haben. Ich klau doch nur irgend so ein komisches Boot. Ey, lass mich doch einfach passieren. Dann wird euch nichts passieren. Okay, haben wir das Ganze abgeliefert. Jetzt rufen wir schnell Matt an. Oh! Montagmorgen einfach, was soll ich sagen? Montagmorgen, ne? Matt, ist Matt schon wach oder schläft er noch vom Wochenende? Wir schauen mal. Natürlich ist er da, ich bezahle ihn ja auch. Den faulen Segel da. Rein ins Finale. Ja, klar. Beim größten Pisswetter geht's nach Kayo, oder was? Das kann ich ja gebrauchen. Sieht ja aus wie in Deutschland gerade. So sieht's bei mir gerade aus, wenn ich aus dem Fenster hier schaue. Ist auch nicht oft, dass man bei so einem Sturm irgendwie auf Kayo geht, finde ich. Also ich finde, das passiert nicht oft. Finde ich. Ich finde, dass du jetzt meinen Kanal abonnierst. Finde ich. So, hier natürlich kein Töten. Wir rennen jetzt hier mal schnell durch und schauen, dass wir möglichst schnell rauskommen aus dem Loch. Let's go. Okay, Beute 1,269 Millionen und jetzt nichts wie weg hier, Mann. Das muss reichen. Jawohl. Wir sind wieder raus, Freunde. Wie immer. Es klappt. Es funktioniert. Glaubt mir.
kommt in die Gruppe. Porsche Cayman S-Mann. Mann, ist das ein Schietwetter hier, wirklich. Das ist ja so Mäusemecken, ist das. Aber gut, macht nichts. Hauptsache, wir haben Cash gemacht, Alter. Erste Mio des Tages und dann sind es auch nur noch ein bisschen über 7 Millionen, bis wir bei den 10 sind. Ganz easy. Machbar, finde ich. Nice, wir haben die Elite-Challenger gepackt. Dadurch, dass es schwer ist, mir nochmal 100k obendrauf und über 1,2 Mio für heutige Zeiten mit einem Cardio machen. Das ist nicht übel, Leute. Das ist wirklich gar nicht übel. So, was ich jetzt machen werde, ist einmal kurz zu meinem Spezialfrachtkistenlagerhaus fliegen, um Lupe loszuschicken. Dann können wir nachher noch ein bisschen Kisten verkaufen, je nachdem wie viel die holt. Dann auf jeden Fall wichtig, diese Woche nicht nur Double Money auf das LSD-Labor, sondern auch auf die Fooligan-Jobs. Unter anderem aber auch auf die erste und letzte Dosis-Missionsreihe, aber das ist für uns nicht relevant, das haben wir ja schon gemacht. Aber wenn man 3 Fooligan-Jobs macht, kriegt man auch noch obendrauf 100.000 Dollar Bonus. Den sollten wir eigentlich auch mitnehmen. Bei den Fooligan-Jobs müsste das dann sozusagen je Mission 50.000 sein. Früher hat man ja immer 50.000 bekommen bei denen, das heißt normalerweise hätten wir eigentlich jetzt 100.000 pro Fooligan-Job bekommen. Mittlerweile gibt es ja nur noch 25 leider, aber Double Money ist okay. Das heißt, wir machen da 3 Stück von, kriegen da ein bisschen Cash, kriegen noch die 100.000 Bonus oben drauf, schicken Lupe jetzt los, widmen uns dann natürlich noch dem HSW-Rennen und natürlich jetzt als nächstes große Projekt Agentur-VIP-Auftrag. Dr. Dre, eine Mio abholen, wie sich's gehört. Ja, ist ja ganz schön leer hier, ne? Kannst vielleicht mal ein bisschen ordentlich arbeiten gehen, danke. Wir rufen jetzt mal Dex an, weil die Fooligan-Jobs haben ja auch immer eine Cooldown-Zeit von 48 Minuten. Machen wir doch einmal ein. Ich hasse diese Fooligan-Jobs, aber Double Money plus noch 100.000 Bonus, wenn man 3 der Stück davon macht, das ist schon attraktiv, finde ich. Wir haben ja mal ein bisschen Action gemacht und jetzt legen wir den Kollegen hier nach oben natürlich und dann... Okay, erstmal ein Bild von einer Leiche machen. So muss es sein. Mega. Da sehe ich mich auch beruflich auf jeden Fall in der Sparte. Könnte Bock machen langfristig, oder? Oh Mann, die nerven so krass. Ich weiß jetzt schon, wieso ich die nicht mehr gern mache. Ich weiß jetzt schon, wieso ich die Fooligan-Jobs nicht mache. Ich hasse sie. Komm, die 3 ziehen wir durch, aber dann machen wir die nie wieder. Ich lasse mich hier jetzt von gar nichts ablenken. Ich werde jetzt meine Snacks essen, werde hier keine Schießerei anfangen. Aber wenn man sich meint, hier mit den Leuten anlegen zu müssen, hat man hier nach 2 Minuten keinen Bock mehr. Einfach Snacks, gutes Fahren, setzt sich durch. Die bringen sich eh selber um, wie wir gerade gesehen haben. Die Scheißidioten. Oh Mann, geh doch aus dem Weg, Junge! Bleib einfach auf deiner Spur, Mann! Dann passiert dir auch nichts. Okay. Rihanna macht die Laune wieder besser. Ja, okay, andererseits, wenn ich die jetzt gar nicht loswerde, muss ich sie auch beschießen irgendwie. Oh mein Gott, die sind so nervig! Kann man so nerven, Mann. Die Güter sind ja halt fast kaputt. Das wäre mir alles scheißegal. Ach, da oben ist ja schon der Treffpunkt. Okay, ich halte mal einen Scheiß drauf. Das werde ich schon noch packen jetzt. Wirklich Fooligan-Jobs. Boah. Schlimm, schlimm, schlimm. Ach übrigens, ich habe euch noch gar nicht meinen Kontostand gezeigt. Wir sind jetzt schon bei 3 Mio, Jungs. 7 Millionen, dann haben wir die 10. Was geht denn ab? The only one who understand. Oh, yeah. 100.000 bekommen sogar. Hey, cool. Ich habe Scheiße gelabert. Wir kriegen doch scheinbar 50.000 für Fooligan Jobs. In dem Fall jetzt sozusagen sogar 100.000. Weil die letzten Mal habe ich voll oft nur 25.000 bekommen für einen Fooligan Job. 100k? Das war jetzt schon sehr leicht verdiente 100k. Muss man schnell hier mal sagen. Ja? Ich weiß jetzt schon, wieso ich die Fooligan Jobs nicht mache. Ich hasse sie. Komm, die 3 ziehen wir durch, aber dann machen wir die nie wieder. Es ist so ein Brett, Mann. Was geht denn ab? Ich will jetzt mal kurz gucken, wie lange das LSD-Labor denn noch braucht. Okay, gut. LSD-Labor braucht noch ein bisschen. Wir starten mit dem VIP, heißt, hätte ich gesagt. By the way, für die, die es interessiert, ich habe übrigens immer noch nichts von Franklin gehört, zwecks Telefonzeltattentaten. Ich weiß nicht, ob der sich jemals bei mir melden wird. Ja, Kuss auf jeden Fall an der Stelle. Aber wir legen jetzt erstmal los mit dem VIP-Auftrag. Verlassen die Agentur. Let's go. So, die Überwachungsaufnahmen haben wir. Snacks und Panzerung muss ich mir noch holen. Snacks und Panzerung. So, Hinweise wurden fotografiert, an Imani schicken und weiter geht die Party. Runter vom Boot, aber zackig! Schnell, 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 schnell. Okay. Und mir fällt auf, wir sollten mal schnell bei meinem Nachtclub vorbei, um die Beliebtheit wieder zu checken. Dass da alles auch mit rechten Dingen vor sich geht, ne? Ist ja auch schon wieder 1-2 Stündchen her. Das ist natürlich wichtig. Ey, du alter Kotzbrocken da. Na, was mit dem? Alter, was hab ich denn im Gesicht? So, wieder volle Beliebtheit. 10.000 Dollar gemacht auf dem Freien. Passivmodus deaktivieren. Jetzt holen wir so kurz das Cash hier ab und dann machen wir weiter mit VIP. Heißt. Snacks und Panzerung. Ganz wichtig, Snacks und Panzerung. Panzerung haben wir. Jetzt noch Snacks holen und dann geht's weiter. Munition für alle kaufen. Nightlight-Lied. Was ist jetzt der Nightlight-Lied? Und wir spielen jetzt den Nightlight-Lied. Oh Gott, das macht mich echt fertig hier. Nightlife League wird jetzt gezockt, Mann. So, dann mischen wir doch immer wieder die Party ein bisschen auf. Ihr wisst ja auch schon, was passiert, Leute.
Aha, wieder durchgerusht hier wie damals in Call of Duty, Alter. Keine Chance, die Gegner. Ja, geil, ich habe ihn schon im Visier. Ich hätte ihm schon längst eine Kugel geben können, aber nö. Ist ja so nicht vom Spiel gewollt. Alles gut. Dann werde ich ihn eben gleich erlegen, den kleinen Rucksack-Rapper. Soll ich ihn jetzt einmal nicht killen? Wir lassen ihn einfach einmal. Junge, was ist mit ihm? Spring doch einfach normal runter. So, jetzt holen wir uns schnell Panzerung. Und ich hätte gedacht, weil wir die Karre eh schon so oft benutzen, jetzt tunen wir die einfach mal ein bisschen, damit wir mal ein bisschen hier was auch Ästhetisches machen in diesem Spiel. Jetzt fahren wir mit der Karre einmal in die Waschanlage und dann gehen wir zum Tuner. Dieses Fahrzeug gehört nicht in die Autowaschanlage. Okay, Bitch. Schau mal, was man hier Cooles draus machen kann. Okay, so kommt die Karre schon böse, oder? Ich finde, die Karre kommt so ganz böse, muss ich sagen. Jetzt haben wir endlich mal ein adäquates Vehicle hier. Gucken wir mal kurz, was der Kontostand ist. Oh, Looper hat die Ware zurückgebracht. Perfekt. Dann können wir die auch gleich losschicken wieder. Ich hätte gesagt, das machen wir jetzt direkt auch. Ja, immer noch über 3,2 Mio. Nämlich viel cooler, wenn er den ausfahrbaren Spoiler hat und so dann so plain aussieht. Wenn er Gas gibt, fährt er sich aus. Viel cooler. Viel, viel cooler. Ja, die Karre kommt schon böse so, oder? Ja, safe. Für so eine Elektrokutsche auf jeden Fall gar nicht verkehrt, ne? Lupe, by the way, schon wieder nur eine Kiste gebracht. Richtig ehrenlos von ihr. Mach doch mal deinen Job richtig, Mensch, Mädchen. Jetzt eigentlich auch mal schnell abchecken, wie es mit dem LSD-Labor aussieht. Kann man es jetzt schon verkaufen? Immer noch nicht, ne. Okay, dann machen wir noch ein bisschen VIP-Auftrag weiter. Oder wir widmen uns kurz dem HSW-Rennen. Ja, das machen wir jetzt. Wir widmen uns dem HSW-Rennen. Das sollte Pacific Bluffs sein heute, jawohl. Da fahren wir mal schnell hin. It's on the way. It's on the way. It's on the way. So. Wir nehmen einfach mal die ganz normale Strecke. Zumindest fast. Dieses Ding ist einfach zu schnell. Es macht keinen Sinn. Auch ein Hit. Das ein oder andere Mal auch im Vanilla Unicorn genossen, dieses Lied zu hören natürlich. Einfach, weil ich den Musikgeschmack in diesem Laden so toll finde. Wir haben ja noch so viel Zeit, Alter. Kuto Drake, einfach so ein Cheatcode. So ein Cheatcode, das Ding. Und easy 250.000 gemacht. Was ist denn da los, Junge? So, und jetzt aber ab in die Agentur und weiter geht's. Eigentlich können wir auch mal hier den Tresor lernen. Das sind zwar nur 3.000 drin, aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? So, High Society League, let's get it. Ich weiß, by the way, gar nicht, wieso ich immer mit dem Auto fahre beim Agentur heißt. Könnte ich ja genauso den Sparrow auch nehmen. Manchmal habe ich einfach mehr Bock, Auto zu fahren. Manchmal habe ich einfach mehr Bock, Heli zu fliegen. Das ist irgendwie ganz komisch, Mann. Ich weiß auch nicht. So, guten Tag, die Herren. Ich hätte hier mal eine kleine Frage. Was sind denn das hier für Sachen, die Sie hier abziehen? Das sind ganz schmutzige Dinge, die hier passieren. Was haben Sie damit zu tun, hm? Aua! Was war denn da los? Da ist sie doch. Da ist sie doch. Boah, ich bin jetzt auch mal gefolgt der Limousine. Danke, Frankie. Ey, welcome nach Frankie. So, habt ihr alle eine schöne Party? Wie sieht's denn aus? Alter, das war ein ziemlich cleaner Drift mit dem Rolls hier tatsächlich, muss ich sagen. Yeah, also, Anwalt in die Tasche gepackt. Oder in den Kofferraum. Eben seine Karre haben wir auch und ich bin müde. Der High Society League steht an, Mann. Den machen wir natürlich jetzt auch. Und dann geht's weiter. Okay, hallo, wir sind jetzt da. Würden dann gerne reinkommen. So, hier scheppert's aber mal ganz und das Tee. So, der Lurch verzieht sich jetzt mit dem Heli. Und wie wir es die letzten Male auch schon gemacht haben, holen wir das Ding einfach mit einem klassischen Drive-By runter. Mache ich eigentlich auch im Real-Life regelmäßig, dass ich sag, ich fahre mit dem Punto auf der Straße, zück die Gun und hole mit dem Drive-By ein paar Helis runter. Ganz normaler Tag bei mir in der Hood. Jawohl, wir haben ihn. Alles gut. Ja! Das war mal quick and dirty, wie ich würde. Digga, wie fährst du? Was ist los mit dir? Ja, ja, chillig, Alter. Die Karre ist auf jeden Fall Schrott. Danke trotzdem, dass du bis hierher durchgehalten hast, mein lieber Ignus. Den League hätten wir damit auch fertig. So, und jetzt aber mal LSD-Labor. Das wäre jetzt gut, wenn das Ding fertig ist, dann verkaufen wir das nämlich jetzt schnell, hätte ich gesagt. Wir machen danach noch den einen letzten League in der Agentur und dann eben die zwei Finalmissionen. Haben noch circa eine Stunde, bis der Cayopedico wieder ready to start ist. Jawohl, fast fertig. Dann hole ich mir schnell was Neues zu trinken und dann legen wir hier gleich los. Junge, wieso kann ich mich hier nicht als Boss registrieren? Ach, lol, jawohl, ist gut.
Also, öffentliche Lobby, 29 Leute, wir probieren unser Glück. Wäre wichtig, dass das geht, das Ganze. Oh, ich bin noch nicht ganz ready zum Verkaufen, shit. Mach ich noch schnell einen Fooligan-Job. Nein, wir holen kurz Lupe, schicken wir kurz los. Schick kurz Lupe los und dann sollte hoffentlich das LSD-Labor ready zu verkaufen sein. Ich will das jetzt verkaufen, Mann. Ich will jetzt Cash machen, Mann. So, Produktion ist fertig und wir verkaufen das Ganze jetzt. So, komm schon, ein Paket noch. Ich hab's fast geschafft, Junge. So. Geil, ey. Okay. Jetzt haben wir es noch haben wir es nicht geschafft, nicht zu früh wollen. Überleg mal, jetzt käme der Oppressor, wird mich briefen. Junge, bleib doch da drin liegen. Schnell weg hier. $985.000, Junge, ja. Double Money plus 50% öffentliche Lobbybonus mitgenommen, so muss der Hase nämlich laufen, Alter. Was ist denn da los? Es ist immer ein guter Adrenalinkick, so ein bisschen in den öffentlichen Lobbys zu verkaufen. Wisst ihr, was wir jetzt hier schnell noch drin machen, wenn wir eh schon hier sind? Wir gehen schnell ein Fahrzeug beschaffen und verkaufen das dann. So, jetzt verkaufen wir den Lachs noch schnell und sahen hier noch ein bisschen Kohle ab. So, und jetzt mal gucken, ob wir hier gegrieft werden oder nicht. War natürlich clever von mir, Chrom zu nehmen. Dann wird man auch schön gesehen. Okay. Let's go. 150k hier nochmal drauf gemacht. Das scheppert doch ordentlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und dann können wir eigentlich auch die öffentliche Lobby vorübergehend erstmal wieder verlassen, hätte ich gesagt. Rein in die Einladungslobby und weiter mit dem VIP, heißt man. So, wir sind jetzt hier bei insgesamt 4,6 Millionen. Nicht schlecht, ne? Ich war. Herr Vernon, grüß dich. Okay, rein mit dem Meth. Was ist das denn? Alter. Danke für nichts. Was ist denn jetzt los? Ich hab doch PlayStation Plus. Was wollt ihr von mir? Okay, das Ganze ja nochmal starten. Den guten alten South Central League. Aber was willst du machen? Ich habe jetzt das Gefühl, als wurde mir irgendwas abgezogen. 4,5 Millionen hatten wir gerade eben auch 4,5 Millionen. So, wir sind jetzt hier bei insgesamt 4,6 Millionen. Ansonsten wären es vielleicht maximal 100k, die uns fehlen. Scheiß drauf. Aber trotzdem nervt, Alter. Was ist denn da los? Oh, und wir kriegen jetzt gerade schon die Nachricht von Pavel, dass wir zurück können zur Kosatka. Das machen wir jetzt gleich, dass wir schon mal den schweren Kayo fürs nächste Safe haben. Mir fällt gerade ein, holy shit, ich muss ja noch bei Matt anrufen, dass der LSD produziert, Mann. So, Matt anrufen, damit wir nachher nochmal wieder LSD-Labor verkaufen können und wieder eine Mio machen können. Das ist so krass, das scheppert wirklich so brutal. Jawohl, 48.000. Eine Mio fast mit einem vollen LSD-Labor ist so OP. So, kurz in die Kosatka rein, den Heist starten und dann machen wir weiter mit dem Agentur-VIP-Auftrag. 100.000 gezahlt, aber dafür ist unser Kayo jetzt auch auf schwer. Gucken wir mal, dass wir hier schnell mit dem VIP-Heist durchkommen, weil, ja, Zeit ist Geld, Alter. Oh, beziehungsweise wir müssen einmal noch schnell zum Nachtclub fahren. Auch wichtig, das ist ja auch schon wieder eine Weile her, dass wir da Beliebtheit gegönnt haben. Und einen Fooligan-Jobs könnten wir auch nochmal wieder reinwerfen. Komm, das machen wir jetzt schnell. So, Passivmodus und rein hier. Tschüssi, mach's gut. So, wir nehmen hier noch die 50k mit. Beliebtheit ist wieder voll und dann machen wir jetzt noch einen Fooligan-Job. Während der Passivmodus hier noch beendet wird, noch schnell die Panzerungen auffüllen. Die schwinden nämlich auch immer. Wissen wir ja alle, wie es ist, ne? Tschüss, wie kann man so overn, Junge? Sparrow, her damit. Den machen wir noch und danach noch den Fooligan-Job. Und dann kriegen wir ein bisschen Cash. Kriegen auch hier 100k jetzt für. Das ist in Ordnung. Ja, gut, haben es geschafft. Danke. Bockt ja gar nicht, die Kacke. Was ist denn das für ein verschickter Dreck? Aber 100k, wir wollen uns nicht beschweren, Mann. Was ist denn los? Und jetzt machen wir aber mal zügig, hätte ich gesagt. Den VIP ist fertig, weil das würde ja sonst auch nichts, ne? Come as you are. Nightlife League. Okay. Ja, danke Vernon fürs Helfen. Ne? Da haben wir den Kollegen hier mal ein bisschen ausgefragt. Omega, die Tageseinnahmen deines Nachtclubs wurden in den Tresor gelegt. Junge, Benny Kuss, Digga. So, South Central League, let's get it, Mann. Yay, Money. Jay Money. Okay, dann machen wir jetzt noch schnell die Finalmission, hätte ich gesagt. Wie viel Haftbomben habe ich gerade schon wieder verschwendet? 50 Stück. Wir leben hier aber auf ganz großem Fuß. Die Cops kommen hier mit einem Prius an, das ist ja auch mega wichtig. Alright. Das war wieder geschafft. Mal wieder, Dog, mal wieder befreit. Oh, diese Cutscene, ich könnte schon wieder kotzen, wenn ich mir die angucken muss. Langsam nervt's, aber kein Problem mehr, Messer. Erstmal auch eine Donation vielleicht beim nächsten Livestream da lassen, Doc. Wie wär's damit? Vielleicht als Dank dafür. Kuss. Oh, es ist wieder ein herrliches Wetter. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Ansicht hier gerade, muss man sagen. So mit dem Stadtbild
Schönes Wetter, schöne Gebäude. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen jetzt noch die zweite Mission machen. Und das machen wir jetzt. So, let's go. Zack, 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 zack. Wir machen jetzt das Finale, denn leg dich nicht mit Dre an, Mann. Ich hoffe, du weißt das langsam, Mann. Das macht man nicht. Ja, yeah. Genau. Finde ich nicht, Johnny Guns. Ich finde, dass ich dich jetzt gleich outtake. Rex Camper da oben. Wir fordern uns den Virtue an. Damit es sich auch lohnt, dass wir in die Karre hier ein bisschen was reingesteckt haben. Aber muss man wirklich sagen? Finde ich schon ganz fresh irgendwie. Würde ich auch fahren in Real Life, wenn mir einer schenken will. Jungs. Aber auch wenn es jetzt nicht der ist, grundsätzlich, falls jemand Bock hätte, melde ich mich jetzt mal an alle, die das Video hier sehen, falls einer Bock hätte, mir einen 911er zu schenken. Ich wäre da voll am Start, also fühlt euch da frei, macht euch da gar keinen Kopf, ich handle das, das kriege ich wirklich hin, glaube ich. Also wenn ihr einen 911er zu verschenken habt, ich nehme den. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben, ist längst überfällig. Ich habe das nie erwähnt in den letzten 3,5 Jahren auf diesem Kanal, aber ich würde es machen. Ich muss nach wie vor sagen, irgendwie bockt für mich trotzdem immer noch, obwohl man es schon gefühlt 500 Mal gemacht hat, irgendwie ein Kayo ist immer noch irgendwie chilliger als der VIP-Auftrag, finde ich. Kayo ist wirklich so easy. Was soll ich jetzt mehr machen? Die Karre hier an die Luft jagen. Das haben wir noch nie gemacht, aber Johnny Guns, da geht's nämlich los, Großer. Oh, was ich hier gerade gesehen habe, wenn wir schon dabei sind. Digga, halt so eine Cola zwischendurch. So, Gunny Johns. Alright. Da war's das mal wieder. Kein Problem, Kollege. Und damit, liebe Leute, sind wir jetzt bei über 5 Millionen hoffentlich. Jawohl, 5,5 Mio, aktueller Stand. Wir sind jetzt ready, um den nächsten schweren Kayo zu fetzen, aber davor werde ich mir ein bisschen was einverleiben, weil ich bin hier schon seit fast 5 Stunden am Recorden und muss jetzt mal ein bisschen was Mittag essen und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Wird schon passen. So, Freunde, ich habe mich jetzt ein bisschen gestärkt. Ein bisschen Lasagne gab es zu essen oder auch Salagne für die Profis, was die Aussprache angeht. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Kayo. Perico heißt, den wir jetzt auf schwer ja schon gestartet hatten. Den ziehen wir jetzt ganz quick and dirty durch und dann machen wir natürlich weiter mit den üblichen Geldmachmethoden. LSD-Labor verkaufen, wenn es geht. Nachtclub-Beliebtheit oben halten. Das klassische Prozedere. Ah. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Kurz und schmerzlos. Ja. Naja, gut. Also in diesem Sinne. Ich hasse mein Leben. Jawohl. Dreimal Weed hier in der Hangarhalle. Das hat Tequila schon gar nicht mehr so schlimm. Okay. Longfin abgeholt. Feines Kayo-Finale. Mann, das geht ja fix hier. Das ist ja alles schon routiniert. Wie eine Routine fast schon, ne? Ja, dieser Kayo auf jeden Fall ein bisschen besseres Wetter als beim letzten Mal. Er hat wirklich eine Scheiße geschickt. Damit sprinten wir hier auch schon wieder raus. Let's go. 1,15 Millionen Beute. Plus Elite 100.000. Werden wir wahrscheinlich auch wieder so bei 1,1 rauskommen. Schauen wir mal. Jetzt machen wir das erstmal fertig und dann werden wir ja die Abrechnung gleich später auch wirklich sehen. Und auf dem Konto dann auch den Kontostand. Ich drehe schon langsam durch. Ich sag's euch, wie es ist. So viel Money grinden auch nicht ganz unbedenklich. Aber ich denke, das wissen wir alle. Und den Preis sind wir meistens auch bereit zu zahlen. Sehr gut. 1,1 Mio. Auch wieder in Ordnung, Mann. Kann man echt nichts sagen für heute Gefallnisse. Jetzt mal hier schnell ein paar Sachen regeln. Und zwar einmal Matt anrufen für die Versorgung des LSD-Labors. Dann Beliebtheit checken im Nachtclub. Perfekt, 48.000. Kriegen jetzt hier direkt auf dem Freien 10 Racks fürs Nichtstun. Wir werfen hier den Typen 2 Sekunden raus. 10.000 dafür direkt. Und nochmal 25% Beliebtheit oben drauf. 100% Beliebtheit. Pervers. Wir nehmen den Tresor natürlich gleich mit und dann machen wir noch einen Fooling-Job. Für den kriegen wir dann auch wieder 100.000. Da das unser dritter heute ist, kriegen wir dann 100.000 Bonus oben drauf noch, weil das die wöchentliche Challenge ist. Jetzt scheppert's kurz. Ah ja, Gesamtkontostand by the way hier schon über 6,5 Mio, Jungs. Ja! Ich würde dann gerne noch Lupe losschicken, aber... Okay, Lupe. Mach mal los, bitte. Dankeschön. 4 Kisten aus 4 mal losschicken. Das ist ja ein absoluter Skandal hier. Dex anrufen, neuen Job anfordern. Bitte, steig einfach in diese scheiß MG oben rein. GTA, was ist mit euch los? Lass mich da bitte einfach rein. Oh Gott, ich raste gleich aus. Danke. Oh Mann, ich bin auch immer echt zu blöd für so einen Scheiß, aber... Digga, es ist so ein Pain, die fooligen Jobs, egal. Letzter Job. Letzter Job. Wie kann man mich so... Kann man so overn? Stirb, stirb. Oh Mann, Junge, jetzt habe ich es fast geschafft, jetzt bringe ich mich nochmal selber um. Ich kotze. Jawohl, wir haben es geschafft. 100.000 plus nochmal 100.000, 3 Fooligan-Jobs. Wöchentliche Herausforderung geschafft. Komm mal hier, schauen wir uns das Ganze mal hier in voller Pracht an. 6,8 Mio. Das sieht schon mal ganz gut aus, muss ich sagen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Telefonzellen! Attentat! Ja, Franklin ruft mich endlich an. Geil.
Den machen wir jetzt direkt, aber sowas von. Den machen wir jetzt aber sowas von, Frankie. Danke, Frankie. Ja, das ist ein schönes Ende. Also für die, das ist hier in der vorerst letzten Episode doch noch passiert. Das Telefonzellenattentat. Geil. In the end, you will be fine. And if you're not fine, it's not the end. Nutze ein Gewehr mit Zielfernrohr, um eine Zielperson in einer Benzintank-Explosion in die Luft zu jagen. Ja, ganz einfach. Der Profi, Digga. Endlich funktioniert das Ganze. So, wir bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal noch kurz in der Lobby. Jawohl, 45.000 gemacht. Easy. Ja, das ist ein guter Side-Hustle, weil die Dinger sind wirklich simpel, wenn man sie mal alle durch hat, die ganzen Varianten, und weiß, wie es geht. Ich bin da nicht so der Experte, aber du kannst jetzt Franklin anrufen, um meine Telefonzellenattentat anzufordern. Danke, dass das jetzt endlich funktioniert, Alter. Herrlich. Man muss einfach manchmal Geduld bewahren in diesem Spiel. Es ist einfach so, wie es ist. Dann lasst uns trotzdem mal alle Spots kurz abklappern von Solomons Filmrequisiten. Und wenn das nicht klappt und wir die Requisiten nicht kriegen, ich fahre jetzt hier noch einmal lang, dann gehen wir in eine öffentliche Lobby, machen ein bisschen Fahrzeughandel, Cash. Oh, hier gleich zwei Sachen. Nee, das ist ein Geldtransporter, der ist nicht so wichtig. Spawnt jetzt hier beides, was soll das? Was ist das hier? Okay, scheiß drauf, das ist ein Geldtransporter, der ist auf jeden Fall wertvoller. Nee, warum spawnt gleich zwei blaue Punkte und keins davon ist die Requisite, die ich eigentlich will? Ah ja, aber auch ewig, dass die Dinger kamen. Das ist lang her. Hat das auch rumgespackt jetzt die ganze Zeit, oder was? Okay, 25 Riesen hier. Vielleicht können wir die auch noch abziehen. Die Dogs hier. Starten wir uns die Karre hier einfach? Easy, hä? Easy. Ich liebe so kleine Jobs. Al Carter. Yes, man. Ich habe dein Crystal. Ich teste es jetzt mal einfach aus. Ich weiß nicht, was das an Cash bringt. Aber we test it out. So, und dann schauen wir nochmal, was es hier in Great Chaparral für ein bisschen Crystal Meth gibt, Mann. Los geht's. Ich habe die auch schon mal gemacht, die Dinger, wenn die random gespawnt sind, aber 25k. Ey, ganz ehrlich, mitnehmen. Ich meine, eigentlich, ja, es ist mittlerweile nicht mehr unser Niveau, aber irgendwie macht's ja auch Bock. Also jetzt, ja, ich zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht Bock, direkt nochmal ein Agentur-VIP heißt zu machen, was eigentlich die beste Möglichkeit jetzt für uns wäre. Aber so ein bisschen auch mal hier kleine Extra-Jobs. Wir haben ja auch noch andere Unternehmen, so dass man nicht die Lust verliert. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich will nicht ständig Kajo machen, ich mache lieber ständig Agentur heißt. Alles natürlich auch persönliche Präferenz. So, los geht's. T20, was ist los? Bruh. Junge, lass mich doch einfach durch. 6,5k Schaden, ich raste aus, Mann. Alter, 3 Kilometer. Ehre. Ich küsse eure Herzen. So, da sind wir auch schon und liefern den Lurch ab. Ich denke mal, 150 Racks, summa summarum, so roundabout werden es werden. Ja, ziemlich genau. Herrlich. So, und jetzt überweisen wir mal die Kohle und dann wird man sehen können, dass wir die 7 Millionen geknackt haben, Freunde. Jetzt sind es nicht mal mehr 3 Millionen, die wir brauchen, bis zu den 10. Ist das nicht herrlich, oder? Das ist doch richtig geil. Jetzt rufe ich mal schnell Frankie an, der uns schon wieder ein Attentat parat hat. Zum Glück funktioniert das endlich. Holy shit, das hat ja sowas von mich aufgeregt, irgendwie innerlich und auch äußerlich. Und es ist wieder genau die gleiche Mission. Na, herrlich. Da sehe ich mich doch. Das kriegen wir doch easy hin. Und ich mache das jetzt, by the way, gerade hier zwischendurch, weil beim Fahrzeughandel haben wir eben eine gewisse Cooldown-Zeit. Einmal beim Beschaffen, aber vor allem auch bei den Verkaufsmissionen haben wir eine Cooldown-Zeit von 20 Minuten, glaube ich, ja. Deswegen kann man sozusagen pro Stunde eh nur 3 Verkaufsmissionen machen. Es ist halt perfekt. Telefonzellenattentat und Fahrzeughandel abwechseln. Das ist halt sehr, sehr GGs, muss man sagen. Ist das dumm? Ist das dumm? Hab ich es jetzt nicht gepackt, oder was? Naja, Freunde, so läuft's auch manchmal, ne? Digga, wie krass bin ich hier gerade? Bitte entkommen, Junge! Wer seid ihr, Mann? Easy Flucht an der Stelle. Easy Flüchter. Easy Profi-Flüchter. Haha, ja! Ah, es gibt immer mal wieder Highlight-Momente, auch in einem über 10 Jahre alten Spiel. Ah, waren es nur 15.000? Egal, egalo, egal, egalili. Wir schaffen. Los geht's, hey. Und ich hätte jetzt gern aufs Dach hinausgegangen. Wir landen mal hier auf dem Dach. Oder wir machen es so ähnlich. Schnell weg. Jawohl, gute Landung. So, Cops, ciao. Tschüss. Entschuldigung, aber ich habe hier was zu tun, Mann. Lass mich in Ruhe, was denn? Fahrzeug eingelagert, wir verkaufen den natürlich direkt hier in dieser Open Lobby, Mann. Ah, geht sogar, nicht mal 5 Kilometer. Das ist in Ordnung, Alter, ganz ehrlich, Mann. Damit kann ich echt leben, Alter. Also volle Kanne kann ich damit leben. Alter, hier, Cayo Perico angelehnt, bei den Madrasos einfach mal ein Fahrzeug abliefern. Na, perfekt. 148k gemacht, 7,2 Mio. Das ist so gut, ne? Das ist so gut. Wollen wir gleich nochmal Frankie anrufen? Boah, doch nochmal einen Telefonzellenattentat für uns hat, finde ich. Das ist schon geil, dass man das jetzt so oft anfordern kann. Haha, juhu!
Jawohl, 45.000. Nicht schlecht. Ich habe jetzt noch ein paar wenige Sachen vor, ehe ich hier sozusagen wirklich eine Break mache, weil ich sozusagen jetzt für den heutigen Tag mit Recording zu Ende bin, nach 8 Stunden Recording oder wie lang. Schicke jetzt noch einmal Lupe los, check noch einmal die Beliebtheit im Nachtclub und dann werde ich sozusagen nur noch den Kayo nochmal auf schwer starten, sodass ich den morgen direkt starten kann. Dann mache ich morgen wahrscheinlich noch den VIP-Auftrag fertig und verkaufe dann das LSD-Labor und dann sollten wir hoffentlich die 10 Millionen geknackt haben. Das passiert jetzt noch. Okay, rausgeworfen die Sau. Digga, ach wirklich. Ich will einfach nur zu Lupe kurz. Wie kann man denn so fliegen, wirklich? Das ist ja ein absoluter Vollskandal. Oh, aber ein schöner Porsche. Ach, übrigens, eine Kiste. Hey, Lupe, das ist ja voll komisch, dass wieder nur eine Kiste gebracht wurde. Voll unüblich, sonst bringst du ja immer ganz viele Kisten. Du bist ja wirklich ein Arbeitstier. Also Hassobjekt von dieser, vom Bettler zum Bonzen-Serie, auf jeden Fall Lupe. No front an der Stelle, aber eigentlich full front, um echt zu sein, ja. Tatsächlich an der Stelle, finde ich mal. Kurzes Übersichtsprotokoll. Wir sind bei 7,3 Mio. Ich werde jetzt noch ein bisschen in Agentur, VIP heißt, anfangen. Und dann werde ich sozusagen noch schnell den Kayo auf schwer starten. Und dann werde ich morgen nochmal weiter recorden. Da schnell den Kayo fetzen, VIP heißt, fertig machen, LSD-Labor verkaufen. Und dann werdet ihr sehen, ob wir die 10 Millionen geknackt haben oder nicht. So, wir haben jetzt tatsächlich Donnerstag, den 22. Februar, also ein paar Tage später. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund seht oder schon gesehen habt, habe ich noch ganz schnell, heute Morgen ist mir eingefallen, fuck, die Eventwoche geht ja nur noch bis zum Donnerstag. Das heißt, doppelt Geld auf LSD-Labor gibt es ja nur noch bis heute morgens um 10 Uhr. Das heißt, ich habe mich noch schnell, bevor ich das Eventwochenvideo fertig gemacht habe, hingehockt und noch schnell mein LSD-Labor verkauft, weil das war jetzt ja schon voll. Ich habe da gar nicht groß recorded, aber ich habe schnell das Gameplay aufgenommen, dass ihr es im Hintergrund seht. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt eine Million mehr habe. Ich habe jetzt etwa 8,2 Millionen. Habe für eine knackige Mio natürlich nochmal schön das LSD-Labor voll verkauft. Wie gesagt, das habe ich noch schnell wahrgenommen, bevor die neue Eventwoche live gekommen ist, damit ihr den Zusammenhang versteht. Und jetzt sind wir wieder da. Haben jetzt hier Donnerstagnachmittag. Ich nehme jetzt natürlich noch das restliche Gameplay hier auf, denn wir haben die 10 Millionen noch nicht geknackt. Und das machen wir jetzt natürlich. Das heißt, Kayo Pedico heißt, Agentur VIP heißt und den ganzen anderen Kleinkram wie Nachtclub etc. auch noch zwischenrein würzen. Deswegen gehe ich jetzt einmal nur schnell ins LSD-Labor, um da wieder Vorräte aufzufüllen und auch den täglichen Boost zu aktivieren. Dann gehe ich schnell in den Nachtclub, um für Beliebtheit zu sorgen und meinen Tresor auch einzuladen. Ey, ich habe keine Ahnung, wieso dieses blöde Daumen hoch die ganze Zeit kommt. Sobald ich den hier mache, macht meine Cam einfach automatisch einen Daumen nach oben. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich kann es nicht ausstellen oder ich habe nicht herausgefunden, wie es geht. Egal, einfach mal kaufen. Den Kollegen hier natürlich raus, thrown, aber im hohen Bogen. Und dann haben wir hier wieder 10.000 gemacht. 100k im Tresor, die nehmen wir uns gleich natürlich noch mit. Jawohl, Fortnite ist aktualisiert. Also Freunde, bald folgt natürlich das klassische Fortnite vom Bettler zu Bonzen. Schicken wir jetzt noch schnell Lupe los. Vielleicht besorgt ihr uns ja auch noch ein paar Kisten. Und dann widmen wir uns natürlich dem Kayo und machen den ratzfatz schnell fertig. Holen uns da unsere Mio und dann sind wir auch schon ziemlich kurz vor den 10 Millionen. Alter, das ist schon ganz geil. Oh, krass. Hier, cool, dass wir das jetzt auch noch sehen. Erinnern Sie sich an mich, ich war der Chef des Sicherheitsdienstes im Diamond Casino. Vincent ruft nämlich an, wegen dem Clucking Bell heißt, weil wir haben jetzt eine neue Eventwoche. Jawollo, also das hier auf jeden Fall der Teaser für den Clucking Bell Farm heißt, der wahrscheinlich kommen wird, oder Farm Raid, wie das oft so genannt wird. Was genau da passiert, wir überfallen scheinbar eine Burgerkette. I don't know, bin gespannt, was da kommt, aber richtig geil. So Lupe, kannst du los, wie viele Kisten haben wir denn hier jetzt gerade? 6. Das wäre jetzt perfekt, wenn sie jetzt 3 bringen würde, dann könnten wir genau 9 Kisten verkaufen. Das wäre natürlich geil, das wäre fucking geil, Alter. Ab zur Kosatke, hätte ich mal gesagt, ne? Oh, nice. Okay, Wertpapiere mal wieder. Zweitbestes, kann man nichts sagen. Junge, dreimal Weed. Perfekt hier mit voll machen. In der ersten Halle dann Wertpapiere mitnehmen. Das wird auch wieder ein richtig schmackhafter Kayo. Sehr gut. So, wir haben die Safe-Kombination eingesammelt. Jetzt gehen wir noch schnell zum Glücksrad, hätte ich gesagt. Heute ist ja ein neues Auto reingekommen, deswegen checken wir mal ab, ob wir den vielleicht bekommen sogar. 40k nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Schadet nicht. Und natürlich den Tagesbonus auch nie vergessen. So, die Vorbereitungen sind durch. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Finale. Also, was denn noch sonst, ne? So, vorbei an diesem Kollegen hier. Vorbei an diesem Kollegen hier. Und vorbei an diesem Kollegen hier natürlich. So, und da haben wir es auch schon wieder geschafft und sind raus aus diesem Laden hier. 1,09 plus Elite-Herausforderung. 100k hoffentlich. Macht fast 1,2. Mal wieder richtig guter Heist, muss man sagen, für heutige Verhältnisse. Und jetzt sind wir auch bei 9,5 Millionen. Das heißt, eine halbe Mio fehlt noch bis zu den 10 Millionen. Ich hätte gesagt, wir pushen jetzt einfach durch den VIP-Heist durch. Bin mal gespannnt, wie, by the way, das Auto-Aim in GTA 6 wird. Ob das irgendwie ein bisschen intelligenter wirkt manchmal. Oder wie sich das so verhält. Also nicht, dass das jetzt mega bad ist in GTA 5. Aber manchmal hat man so das Gefühl, so, Bro, ich will genau das Gegenteil machen. Ist es etwa diese Garage vielleicht? Oh, tatsächlich. Damn.
Wieder ein cleaner Shot, Mann. Ja, den hier, Digga. Den hier, Junge. Yeah. Lowrider DLC war eigentlich auch richtig geil. So vom Vibe, muss ich sagen. War eine coole Zeit damals. Also ich muss jetzt nochmal zusammenfassend feststellen. Klar, ich habe jetzt noch die zwei Finalmissionen vor mir. Aber bei dem VIP-Auftrag von der Agentur, man verballert so viel Snacks und Panzerungen, weil man in so viel Schießereien verwickelt ist. Ich verstehe nach wie vor nicht, wie man Kayo, Perico heißt, nicht chilliger finden kann. In so einem Kayo, da muss man gefühlt 3-4 Gunfights machen. Gefühlt 10 Leute umbringen im gesamten Heist. Und hier muss immer 100 Leute umbringen, finde ich deutlich unchilliger als ein Kayo. Ob Kayo dann irgendwann eintönig wird, okay. Ich finde die Abwechslung auch gut, aber grundsätzlich vom Money Grinden würde ich immer den Kayo nach wie vor, aber sowas von auf die 1 setzen. Unkomplizierter, viel unstressiger, also stressfreier. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich wirklich halt den Kayo auch schon so oft gemacht habe. Ja, lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Agentur auf die 1 oder Kayo auf die 1? Da scheiden sich ja die Geister, ne? Da scheiden sich ja die Geister. Da gibt es ja wirklich zwei Seiten und ja, lasst mich wissen, auf welche Seite ihr gehört. Ich sag einfach nur Yay Money. J-Money. So, jetzt aber sowas von rein ins Finale. Let's go, Alter. Letztes Mal VIP heißt vor den 10 Millionen. Immer wieder schön. Da hat sich das Ganze auch gelohnt am Ende. So, und jetzt kommt der magische Moment, an dem wir das ganze Cash einzahlen. Und dann werden wir zum ersten Mal die 10 Millionen Dollar dastehen haben. Da steht's, Freunde. 10,5 Millionen Dollar auf dem Konto. Wir sind jetzt offiziell, würde ich sagen, kein Bettler mehr. Wir haben ein kleines, aber feines, funktionierendes Unternehmensimperium. Wir haben 10 Millionen Cash auf der Bank. Somit ist das hier auch das Ende dieser Folge. Es ist die letzte Folge vor einer etwas längeren Zwischenpause. So kann man es auch formulieren. Ich denke, das ist fast am besten. Ich bin jetzt ein bisschen pleddy, weil ich einfach ewig recorded habe für diese Folge hier. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Und ich finde auch, das ist ein würdiger Abgang vor so einer etwas längeren Zwischenpause, hätte ich gesagt, dass wir nochmal ordentlich reingegrindet haben. Ja, auch viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Wir haben die 10 Mio gemacht, Freunde. Kuss fürs Anschauen dieses Videos. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Ihr wisst ja, wie es läuft. Folgt natürlich gerne rein auf Twitch und Instagram. Checkt natürlich gerne den Easy Stretcher Shop ab für ein bisschen freshen Merch. Und ansonsten danke ich euch einfach nur fürs Zuschauen, Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns wieder im nächsten Video oder im nächsten Stream. Und irgendwann sehen wir uns auch wieder bei der nächsten Folge von Bettler zum Bonzen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.